Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im israelisch-libanesischen Grenzgebiet gehen die Gefechte weiter. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben rund 180 Ziele der Hisbollah angegriffen. Die Miliz gab an, sie habe rund 90 Raketen in Richtung Israel gefeuert. Unterdessen werden die Folgen eines israelischen Luftangriffs in der libanesischen Hauptstadt Beirut bekannt. Nach libanesischen Angaben wurden dabei mindestens 37 Menschen getötet. Die Hisbollah meldet mindestens 15 tote Mitglieder, unter ihnen auch zwei hochrangige Kommandeure. Einschläge im Süden des Libanon. Mehr als 100 Raketen, die Israel am Mittag Richtung Nachbarland abfeuert. Im Grenzgebiet eines der heftigsten Gefechte mit der libanesischen Hisbollah, die ebenfalls feuert. In der libanesischen Hauptstadt Beirut Aufräumarbeiten im Viertel Dahya, eine Hochburg der Hisbollah. Israelische Luftangriffe trafen gestern dieses Haus. Viele Menschen starben, auch Kinder. Manche waren auf dem Weg nach Hause, andere kehrten von der Arbeit zurück und einige holten ihre Töchter oder Söhne aus der Kita ab. Getötet aber auch hochrangige Hisbollah-Kommandeure. Ibrahim Akil leitete eine Spezialeinheit des militärischen Flügels. Soll nach israelischen Angaben einen Angriff auf den Norden Israels geplant haben. Einen Beweis dafür liefert Israel heute nicht. Am Nachmittag Trauermarsch für die gestern getöteten Hisbollah-Kämpfer. Nach den Pager- und Walkie-Talkie-Explosionen eine weitere Attacke auf Beirut in weniger als einer Woche. Nicht nur psychologisch sei die Hisbollah schwer getroffen, so die Analyse politischer Beobachter im Libanon. Sie haben einen harten Schlag kassiert. Sie sind geschwächt. Ihre militärischen Fähigkeiten wurden stark beeinträchtigt. Dennoch, die Hisbollah bleibt ihrer Strategie treu, feuert weiter täglich Richtung Nordisrael. Sie werten es ja schon als Erfolg, dass sie verhindern, dass ihr Gegner Israel seine Ziele erreicht. Und bis jetzt hat Israel kein einziges Ziel erreicht. Denn tausende Israelis trauen sich noch immer nicht zurück in die Dörfer im Norden Israels. Die Gefahr, die von der Hisbollah ausgeht, ist weiter groß. Ramin Sina in Beirut. Was könnte denn die Eskalation der Gewalt zwischen Israel und der Hisbollah stoppen? Ich sehe zwei Akteure mit möglichem Einfluss, die USA und der Iran, die engsten Verbündeten. Die USA von Israel, der Iran von der Hisbollah. Und es bräuchte massiven Druck der US-Amerikaner auf Israel und der Iraner auf die Hisbollah zu deeskalieren. Diesen massiven Druck spüre ich nicht, kann ich nicht sehen. Es gibt mahnende Worte aus Washington, ja, aber mehr nicht. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Waffenstillstand in Gaza. Alles hängt mit allem zusammen. Die Hisbollah hat mehrfach betont, dass sie aufhören würde, in Richtung Nordisrael zu schießen, wenn es einen Waffenstillstand in Gaza gäbe. Aber auch davon scheinen wir weiter sehr weit entfernt zu sein. Und so bleiben die Fronten zwischen Israel und der Hisbollah verhärtet. Keiner nimmt einen Schritt zurück, geht einen Schritt zurück. Im Gegenteil, Israel vermehrt sogar die Angriffe, fliegt in diesen Minuten mit Dutzenden Militärjets weitere Angriffe auf den Süden des Libanon. Viele Menschen hier haben Angst, dass es noch schlimmer kommt, weitere Luftangriffe auch auf Beirut gibt oder womöglich auch eine Bodenoffensive der Israelis. Also die Brisanz nimmt zu, es ist weiter sehr, sehr gefährlich und von Deeskalation heute überhaupt keine Spur. Dankeschön, Ramin Sina in Beirut. Im Gazastreifen geht Israel unterdessen weiter gegen die Terrormiliz Hamas vor. Bei einem Angriff auf eine ehemalige Schule in Gaza-Stadt sind nach palästinensischen Angaben mindestens 20 Menschen getötet worden. In dem Gebäude hätten sich Vertriebene aufgehalten. Nach Angaben des israelischen Militärs hat die Hamas das Gebäude als Kommandozentrale genutzt. Israel wirft der Hamas vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Die Ukraine hat Russland offenbar erneut massiv mit Drohnen attackiert. Von mehr als 100 Angriffen sprach die russische Armee, vor allem bei Twer, nordwestlich von Moskau, und Krasnodar im Süden. Ziele waren dort offenbar wieder Munitionslager. Nach ukrainischen Medienberichten ist ein Depot für Raketen in Brand geraten. Ebenso habe es Explosionen in einem Munitionslager gegeben. An der Oder in Brandenburg bereiten sich die Bewohner auf steigendes Hochwasser vor. In Städten und Dörfern entlang des Flusses werden die Schutzmaßnahmen verstärkt.
Ministerpräsident Woidke machte sich in Frankfurt ein Bild von der Lage. Die Hochwasserwelle der Oder bewegt sich aus dem benachbarten Polen weiter flussabwärts. An der Glatzer Neiße, einem Nebenfluss der Oder, haben die Aufräumarbeiten begonnen. Dort hatte das Wasser in der Stadt Kłodzko schwere Schäden verursacht. Es ist noch nicht einmal eine Woche her, dass die Flut das Restaurant von Barbara Glinska zerstört hat. Jetzt räumt sie auf, Freiwillige helfen ihr dabei. Die Trümmer türmen sich vor dem Haus. Das hier ist mein Leben. Und damit dieses Leben weitergeht, muss ich mich jetzt zusammenreißen und die Arbeit machen, auch wenn es schwierig ist für mich. Hier in Kłodzko leben 26.000 Menschen, eine gemütliche Kleinstadt im Südwesten Polens. Der Pegelstand ihres Flusses, der Glatzer Neiße, liegt normalerweise bei 1 Meter. Doch er stieg am Sonntag an auf fast 7 Meter. Das Wasser trifft Brücken, Straßen, die Infrastruktur des Ortes. Schäden von 50 Millionen Euro schätzt der Bürgermeister, 200 Millionen Zloty für den Wiederaufbau. Zum Vergleich, das Jahresbudget unserer Stadt beträgt nur 179 Millionen Zloty, also der gesamte Jahreshaushalt wäre weg, inklusive aller Ausgaben. Die Stadt setzt jetzt auf die Hilfe des Landes und der Europäischen Union. Viel Unterstützung braucht hier am Fluss jetzt auch Barbara Glinska. Woanders nochmal anfangen will sie nicht. Ich denke, wir sind selbst schuld daran, dass der Fluss aus seinem Bett tritt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die Umwelt kümmern und uns daran erinnern, dass wir dieses Flussbett geschaffen haben, das jetzt gefährlich für uns ist. Barbara Glinska will weiter anpacken und ihr Restaurant hier wieder aufbauen. Das Bundeskriminalamt registriert immer mehr Gewalt gegen Politiker. BKA-Präsident Münch bezeichnete die Lage als sehr angespannt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, in diesem Jahr seien die Fallzahlen bei Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger noch einmal deutlich angestiegen. Am häufigsten würden weiterhin Vertreter der Grünen attackiert, an zweiter Stelle Mitglieder der AfD. Münch appellierte an alle Betroffenen, entsprechende Vorfälle zu melden. Kommunalpolitiker täten dies zu selten. In der Region um Halle und Leuna in Sachsen-Anhalt ist die Chemieindustrie allgegenwärtig und die braucht viel Energie. Dazu gehört auch Wasserstoff und der soll künftig klimafreundlich erzeugt werden. Dafür entsteht im nahegelegenen Bad Lauchstädt ein besonderer Energiepark. Windräder produzieren künftig Strom, mit dem grüner Wasserstoff erzeugt werden soll. Dieser kann dann von der nahegelegenen Industrie genutzt werden. Der Knopfdruck ist nur symbolisch, doch die Wirkung soll es in sich haben. 8 neue Windräder gehen in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt offiziell in Betrieb. Hier soll die Energiewende umgesetzt werden, in einem sogenannten Reallabor für grünen Strom, grünes Gas und eine CO2-neutrale Industrie. Wir wollen die Energie der Zukunft hier erzeugen für unsere energieintensive Industrie und die braucht in Zukunft grünen Wasserstoff. Der Windpark erzeugt hier den grünen Strom. Mit ihm wird eine Elektrolyseanlage betrieben, die aus Wasser grünen Wasserstoff macht. Durch Pipelines strömt das umweltfreundliche Gas dann zu den Industriekunden im nahen Chemiepark Leuna. Überschüssiger Wasserstoff wird unterirdisch in Kavernen gespeichert. Hier lagert auch noch ein Teil der deutschen Gasreserven. Bevor grüner Wasserstoff dazukommt, muss die Herstellungsanlage fertig gebaut werden. Sogenannte Elektrolyseure, die hier ganz in der Nähe ihren Platz finden werden. Wir sind als Elektrolyseprojekt, also als Wasserelektrolyseprojekt, momentan das in Deutschland größte Projekt, wahrscheinlich sogar auch in Europa das größte Projekt. Die Erfahrungen, die wir hier sammeln, sind dann für Gesamtdeutschland relevant, für alle Netzbetreiber in unserem Land und ja, wir leisten echte Pionierarbeit hier. Läuft alles nach Plan, könnte ab Mitte nächsten Jahres der erste grüne Wasserstoff von hier zu den Großkunden, wie die Totalraffinerie, nach Leuna geliefert werden. Besser hätte der Start für das Münchner Oktoberfest eigentlich nicht sein können. Sonnig, mild und laut Festleitung harmonisch. So entspannt wie offenbar für die beiden war es aber nicht für alle. Um Punkt 9 Uhr hieß es rennen, um einen Tisch in einem Festzelt zu ergattern. Auf die erste Maß Bier mussten die Besucher dann aber noch warten, denn die gibt es traditionell erst, wenn der Oberbürgermeister angezapft hat. Routiniert mit 2 Schlägen hat der Münchner Oberbürgermeister das erste Fass angezapft und damit das größte Volksfest der Welt eröffnet.
Botschaft ist auf eine friedliche Wiesn. Traditionell geht die erste Masse an den bayerischen Ministerpräsidenten. Jetzt fließt es also wieder, das Bier in Massen. Die Rekordpreise scheinen nicht abzuschrecken. Die Stimmung ist sehr gut hier im Zelt. Viele internationale Leute auch. Das kann manchmal stressig sein, aber oft hat man auch tolle Unterhaltung. Das ist immer sehr gut. Schon in den frühen Morgenstunden waren die Schlangen an den Eingängen lang. Und der Run auf die begehrten Plätze in den Zelten verlief traditionell stürmisch. Doch nicht nur das Bier lockt die Besucher schon am ersten Tag auf die Münchner Theresienwiese. Weil das so ein besonderer Spirit ist, so der Anfang. Mir gefallen besonders gut die Fahrgeschäfte. Eigentlich war der Plan nur mal ein bisschen rumlaufen, aber jetzt waren wir gerade noch beim Teufelsrad, haben 3-4 Runden mitgemacht und jetzt sind wir ein bisschen platt. Rucksäcke wurden da schon geprüft, wenn sie eine bestimmte Größe hätten oder andere mussten sie auch draußen lassen. Das Sicherheitskonzept war im Vorfeld verschärft worden. Die Münchner Polizei passt ja jedes Jahr das Konzept hier für diesen Einsatz entsprechend an. So auch dieses Jahr, und natürlich sind auch hier Ereignisse wie das in Solingen hier Bestandteil unserer Lageerkenntnisse, die mit einfließen. Auch der Veranstalter hat hier reagiert, hat die Anzahl der Ordner nochmal erhöht. Ebenso die Polizei, die mit über 600 Kräften vor Ort ist. Außerdem sind zum ersten Mal stichprobenartig Handmetalldetektoren bei den Einlasskontrollen im Einsatz. Polizei und Festleitung sprechen von einem friedlichen, harmonischen Wiesenauftakt. In der Fußball-Bundesliga ist Bayern München weiter auf Erfolgskurs. Gastgeber Werder Bremen hatte den Münchner nichts entgegenzusetzen und verlor mit 0:5. Bayern-Trainer Vincent Kompany jubelte über die nächste Torgala seines Teams. Nach dem 6:1 in Kiel und dem 9:2 gegen Zagreb in der Champions League trafen die in den dunklen Trikots spielenden Münchner auch heute oft ins Tor. 0:1 durch Olisse, 23. Minute. Der Franzose 9 Minuten später mit überragender Vorarbeit und anschließend Musiala ohne Mühe zum 0:2. Lange Gesichter in Bremen schon zur Pause. Werder chancenlos gegen überragend aufspielende Münchner. Harry Kane nach 57 Minuten mit dem 0:3. Kompany hatte Spaß an diesem Nachmittag. Immer wieder fanden die Münchner Lücken in der Bremer Abwehr. Olisse mit dem Doppelpack 0:4 nach einer guten Stunde. Serge Gnabry setzte den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie. Der eingewechselte Ex-Bremer zum 0:5 nach 65 Minuten. Tabellenführer Bayern München mit einer Machtdemonstration in Bremen. Holstein Kiel feiert in Bochum den ersten Bundesliga-Punkt der Vereinsgeschichte. Der Start für den Aufsteiger optimal. Benedikt Pichler mit dem 1:0 nach einer Viertelstunde, weil Bochum vergeblich auf Abseits spielt und auch Keeper Drewes etwas zögert. Der VfL stellt etwas um und kommt wenige Minuten später zum Ausgleich. Boadu auf Matusz Bero, das 1:1 und die erste emotionale Explosion von Trainer Zeitler. Sein Team kann das Spiel sogar drehen. Hofmann auf Daschner, 2:1, 35. Minute. Beide sind heute neu in der Bochumer Startelf. Nach der Pause hat Kiel Chancen zum Ausgleich, der spät fällt, aber verdient ist. Der eingewechselte Skripski auf den eingewechselten Machino, 89. Minute. In der Nachspielzeit hat Pannewig noch die Chance zum Bochumer Sieg. Es bleibt aber beim 2:2 für beide Teams der erste Punktgewinn in dieser Saison. Die weiteren Ergebnisse des vierten Spieltags. Heidenheim-Freiburg 0:3, Union Berlin-Hoffenheim 2:1. In der Partie Frankfurt gegen Mönchengladbach steht es kurz vor dem Ende 2:0. Bereits gestern hat Augsburg 2:3 gegen Mainz verloren. Morgen dann noch 3 Spiele. Leverkusen trifft auf Wolfsburg, Stuttgart empfängt Dortmund und St. Pauli hat Leipzig zu Gast. Die Tabelle. München mit den maximal möglichen 12 Punkten auf Platz 1 vor Freiburg und Union Berlin. Heidenheim ist Siebter. Bremen auf Platz 10 in der Abstiegszone. Bochum vor Kiel und schlusslich St. Pauli. Und hier jetzt noch der Blick auf die Lottozahlen. 11, 18, 28, 30, 43, 46, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 22. September. Das oft sonnige und warme Wetter bleibt uns noch erhalten, bevor in der neuen Woche atlantische Tiefausläufer die Regie übernehmen.
Heute Nacht funkeln vielerorts die Sterne. Vor allem in einigen Flussniederungen bilden sich Nebel, besonders an der Donau auch Hochnebelfelder. Die können sich morgen zum Teil wieder länger halten, sonst erwartet uns viel Sonnenschein. Im Westen und Südwesten wird es später wolkiger und dort sind dann auch erste Schauer und Gewitter möglich. Auf den Nordseeinseln heute Nacht bis 15 Grad, im östlichen Bergland teilweise nur niedrige einstellige Werte. Morgen an den Alpen wieder knapp unter 20 Grad im Westen und äußersten Osten nochmal sommerlich warm. Montag im Osten noch länger freundlich, sonst mehr Wolken als Sonne mit Schauern und Gewittern. In den folgenden Tagen ist es dann überall wechselhaft und nicht mehr so warm. In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Ingo Zamperoni haben wir neueste Umfragedaten zur Landtagswahl in Brandenburg. Und wir berichten über die Suche nach neuen Medikamenten im Kampf gegen Alzheimer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.